Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Immer noch Flame Lurker Time. Naja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir den besiegt haben. Es fängt schon wieder ganz hervorragend an. Ja, genau so mag ich das. Ich denke, dass den Try können wir direkt vergessen. Fast keinen Schaden gemacht. Ich komme halt so gar nicht an ihn ran. Und down. Ja, ich hatte jetzt wirklich nichts gebracht, da noch eine Heilung zu verballern. Der Versuch war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich switch mal auf die Full Moon Grasses. Und, na, jetzt wollen wir ein bisschen Damage machen. Bevor wir das erste Mal erwischt werden. Ach Gott, das fängt ja schon super an. Da rennt er wieder zurück. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Er hat ein Tracking. Das ist das Problem. Ein verdammtes Tracking mit drin. Ach, warum habe ich verschwende ich jetzt schon wieder so viele Heilungen? Das keine Ahnung, warum ich da wieder Schaden gekriegt habe, aber ist halt so. Okay, ich weiche jetzt nur noch nach hinten aus. Ich glaube, das ist sinnvoller. Okay. Keine Ahnung, wie ich dem ausweichen kann. Da hinten ist er. Ach, ich dachte, er macht die Säule kaputt. Und weg. Haben wir erwischt. Ah, da hat er mich wieder erwischt. Dreimal erwischt. Und dann hat er mich wieder erwischt. Aufpassen, dass ich nicht irgendwo in der Ecke lande. Dass er das direkt zweimal hintereinander macht. Und wieder nichts. Wieder daneben gehauen. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir auf der verdammten Treppe. Was super ist. Und das Schwert habe ich auch weggelegt. Einmal erwischt. Ach, und natürlich wieder in der Ecke. Leck mich, ey. Ein paar Mal erwischt. Und da hat er mich wieder erwischt. Heilung. Nicht auf die Treppe. Okay, das war zum Glück nicht so viel Schaden gemacht. Keine Ahnung, wovon das abhängt. Okay, da kann ich ihn nicht punishen, leider. Muss hier echt gute Kamera-Control haben. Was? Wieso kann er das sofort wieder angreifen? Das ist doch unfair. Ah, natürlich trifft er mich da. Macht's auch nicht einfacher, dass ich die ganze Zeit zwischen den Heilungen hin und her switchen muss.
Okay, da konnte ich ihn nicht punishen. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Irgendwie. Ach, okay. Einmal erwischt, immerhin. So, was machst du? Hör auf, hin und her zu hoppeln. Elende Nervensäge. Ach, schon wieder erwischt. Man sieht nichts. Okay, auf mit dem Punk zu hauen. Das nervt. Weiß ich, ob ich ihn erwischt habe. Ich glaube nicht. Und da kann er sofort wieder angreifen. Ist richtig. Einmal erwischt, ganz kurz. Mist. Und das Tracking wieder. Wie er halt einfach im Flug seine Bahn ändern kann. Ich sehe rein gar nichts, ey. Ach Gott! Das ist doch nicht fair! Ich kann ihn gerade nicht punishen irgendwie. Gott. Er trifft mich jedes Mal. Und tot. Ist instant. Er hatte nichts mehr. Warum ist das... Was ist da plötzlich los? Ich habe keine Chance mehr, Schaden zu machen. Es ist unglaublich. Die Highlight im Skin schon wieder aus. Bis gleich. Oh Mann, er war fast down, ey. Damn it. So, da sind wir wieder. Ich verstehe, warum Dark Souls als das bessere Spiel angesehen wird, weil der Boss Run A ist komplett für den Arsch und das mit den High Items ist halt einfach auch nicht gut gemacht. Ansonsten ist das Spiel eigentlich gut. Aber es hat so ein paar kleine Makel, die extrem frustrierend sind. Schon wieder in einer verdammten... Die Bus-Arena ist auch so ein Dreck, ey. Den Säulen und überall kann man hängen bleiben. Na, da habe ich super was abgekriegt. Und tot. Das Problem ist, das Frustrierende ist, ich reg mich so ab dem Run zum Boss auf und darum, dass ich jetzt jedes Mal hier durchrennen muss, den Typen töten, High Items, wieder zurück zum Nexus, Sachen kaufen, es ist so ätzend
Und dadurch bin ich dann einfach schon genervt. Und wenn man genervt ist, dann spielt man halt einfach scheiße. Das ist das Problem. Es ist nicht, dass der Boss schwierig ist. Zumindest habe ich das nicht das Gefühl. Gott, ey. Naja. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Auf ein neues. Ja, ich glaube, dass der Schlüssel ist einfach, ich muss versuchen, ruhig zu bleiben. Ich habe das Gefühl, er hat so einen Soft-Enrage, hat so eine soft zweite Phase, wo er dann wirklich einfach nur noch rumspringen ist. Und ich merke teilweise nicht, wenn der Phasenübergang ist. Direkt eins abgekriegt. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Manchmal mache ich super Schaden, manchmal irgendwie nicht. Na, heilen wir uns mal kurz zwischendurch. Scheiße. Da war ich vielleicht ein bisschen zu greedy. Oh, scheiße, ich habe ein Full-Dings verwendet. Das wollte ich nicht. Ah, das... Oh, komm schon, echt? Er trifft da? Na, da war ich wieder ein bisschen zu greedy, beziehungsweise... Ich bin... Ach... Bin einfach nicht mehr schnell genug weggekommen. Okay, das war ganz gut. Ach, komm schon, jetzt hat mich von hinten nochmal erwischt. Den kann man eigentlich auch punishen, habe ich das Gefühl. Na komm. Ich habe irgendwie kein Schwert ausgerüstet, aus irgendwelchen Gründen. Was mir das auch immer wieder passiert, das ist ein bisschen strange. Mir völlig unnötig getroffen worden. Nicht zu greedy werden. Wir haben ihn auf der Hälfte. Jetzt fängt er an mit seinem Rumgehampel, glaube ich. Ist schon Phase 2? Ich weiß es nicht, ist schwierig zu sagen. Ah, da hat er mich erwischt. Also beziehungsweise das Feuer hat mich passiv erwischt. Ich verstehe nicht, warum er da sofort wieder angreifen kann. Das ist unfair. Er hat null Downtime manchmal. Aber echt null. Das war ganz gut. So, wir switchen auf das Voll, auf die Vollheilungen. Von denen haben wir noch am meisten. Okay, das war ganz gut.
Schaden. Ich weiß nicht genau, was das für ein Schaden ist. Warum ich den da manchmal reinkriege. Ach Gott, ey. Jetzt geht wieder alles in die Hose. Aber wirklich alles. Schon wieder erwischt. Ich hab auf Heilung gedrückt. OMG. Er hatte nichts mehr. Seht ihr? Ach. Und die Heilung gehen runter und runter und runter. Mann. Ich bis gleich. So, da sind wir wieder. Ah. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Soft-Enrage-Phase hat, weil irgendwann geht er einfach ab wie Schmidts Katze und springt einfach nur noch in der Gegend rum. Ach, komm schon. Ach. Ich glaube, das können wir direkt knicken. Jo, das können wir direkt knicken. Das war nix. Eieiei. Ich weiß nicht. Ja. Ich sollte eigentlich eine Pause machen, aber ich will den jetzt platt machen. Bis gleich. Auf ein neues. Ah, diesmal habe ich ein bisschen mehr Fallschaden genommen, deswegen sind wir nicht ganz voll jetzt heilungstechnisch. Ah, es sieht nicht gut aus mit den Heilungen. Es sieht nicht gut aus. Es wird halt auch nicht einfacher dadurch. Ah, direkt. Ah. Direkt am Anfang da so gecornert zu sein. Ach, das ist doch auch beschissen. So, wir müssen ein bisschen Damage machen. Komm. Ja, das war nicht schlecht. Wir machen immer noch saumäßig wenig Damage. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kriege ich ihn dann trotzdem mit der Zeit weg. Und hab... Naja. Naja, viel Schaden haben wir ihm noch nicht gemacht. Okay, das ist eine gute... Oh, da hat er mich natürlich sofort wieder erwischt. Damage, das ist echt wenig. Das war gut. Ah, da war ich ein bisschen zu weit weg, um großartig Schaden zu machen. Das sind jetzt zwei Angriffe, die relativ gut liefen. Ah, ein bisschen Schaden. Na, da darf ich nicht angreifen.
Seht ihr, das ist so unfair, dass er im Sprung wieder die Gesetze der Physik außer Kraft setzen darf. Naja, wenigstens macht er damit nicht viel Schaden. Der macht auch die Säulen nicht kaputt. Das ist auch so ärgerlich. Das hat, die Arena ist auch so ein Riesendreck. Absoluter Oberfail. Okay, da hat er mich wieder erwischt. Das ist wieder der. Na komm, mach dein... Nein, nicht den verdammten Sprung. Oh, ich sehe nichts. Ach, fick mich, ey. Die ganze zwischen Heilung hin und her zu schalten, ist halt auch scheiße, ne? Ich weiß auch nicht, wann ich ihn stunne und wann nicht. Das scheint irgendwie nicht so konsistent zu sein. Für mich. Natürlich erwischt er mich nochmal. Fängt wieder das mühsame Teil an. Er hat keine Downtime mehr. Hat keine Downtime mehr. Da ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Dass er mich nicht getroffen hat, wundert mich ein bisschen. Ich bin natürlich dankbar. Renn! Ach, das gibt's doch nicht! Man kommt teilweise einfach auch nicht mehr weg. Ach Mann, ey. Das ist doch ein... Der Boss ist nicht schwer. Er ist nicht schwer. Ich weiß nicht, warum ich solche Probleme habe. Das ist Wahnsinn. Naja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Das kann doch nicht sein, ey. Dass das jetzt hier so... ein absolutes Riesenproblem ist, dieser Boss, ey. Wahnsinn. Und direkt am Anfang eine reingekriegt. Ich werde gar nicht heilen momentan. Erst müssen wir ein bisschen Schaden machen. Okay. Ziehen wir uns wieder ein bisschen zurück. Ich denke, wenn wir nur ein Viertel runter haben, können wir anfangen zu heilen. Vor allem bringt das nichts.
Das war gut. Jo. Okay. So, komm wieder in die Mitte. Man kommt halt auch echt teilweise nur schwer zum Schaden machen. Jetzt ist er gestunt. Du hast halt keine Chance. Ich war im Stunlock. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte überhaupt nichts machen. Ah ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich werde erstmal nur einmal heilen. Ich denke, wie gesagt, wenn wir so nicht mindestens ein Drittel, ein Viertel oder ein Fünftel seiner Leben abziehen, dann müssen wir es erst gar nicht weiter probieren. Dann spare ich mir lieber die Heilung für einen besseren Versuch. Ja, so illusiv. Ich verstehe nicht, warum ich mit dem so Probleme habe. Was? Drei, viermal so knapp davor ihn zu haben und es lebt immer noch nach 2 Stunden oder so. Ah, mich erwischt. Ja, das... Nee. Ich darf mich da nicht erwischen lassen, das ist doof. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir machen jetzt noch einen letzten Versuch für heute. Danach muss ich, reicht leider meine Zeit nicht mehr. Mit allem, was wir haben. Also ich werde jetzt keine Mühen scheuen. Wir werden einfach versuchen, so gut es geht, den jetzt irgendwie noch platt zu kriegen. In diesem letzten Versuch. Ah. So. Ich verwende jetzt die Heilung sehr, sehr liberal. Sonst haben wir keine Chance. Manchmal, ich weiß immer noch nicht, woran das liegt, dass man ihn manchmal stunnen kann und manchmal nicht. Oh shit. Da hat sich die Heilung wenigstens gelohnt. Man sieht nichts. Meine Fresse, ey. Scheiße. Na komm. So schwer kann das doch nicht sein. Okay, das war guter Damage. Das war auch guter Damage. Das war guter Damage zu seiner Seite. Oh.
Und schon wieder die Waffe weggelegt. Das ist unglaublich, wie mir das immer wieder passiert. Teilweise mache ich echt guten Schaden, aber dann ist auch wieder eine Weile relativ tote Hose. Das war gut. Das war schlecht. So, Hälfte unten. Ach Gott. Er ist schon wieder da. Das war nicht schlecht. Das war schlecht. Ich habe ihn auch erwischt. Immerhin. Was macht er da? Ach, natürlich. Er springt völlig in die falsche Richtung und dann wechselt er mitten im Sprung die Richtung. Und da hat er mich fast erwischt. Okay. Ah, das war nicht gut. Okay, und weg. Aber beide gerade gar nichts getroffen. Okay, dafür er schon jetzt wieder. Okay, wir müssen ein bisschen Abstand gewinnen. Hätte ich eigentlich angreifen müssen. Shit. Shit. Mist. Greed. Da ist er schon wieder. Down ist er, yes! Oh. Tut mir leid, das war jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen laut. Oh, meine Güte, ist das... Oh, war das mühsam. Und ätzend. 22.000 Seelen! Der Boss hat verdammte 22.000 Seelen gegeben. What? Das Vierfache des Letzten? Ich glaube, wir waren hier viel zu früh dran. Red Hot Demon Soul. Ja, gehen wir zurück zum Nexus. Oh, das ist aber schön, die Aufnahmesession mit einem positiven Erlebnis zu beenden. Meine Güte.
Okay, wir brauchen ein bisschen mehr HP. Bisschen mehr Endurance auch. Und oh, das war's auch schon. Huh. Gras. Ich sollte wahrscheinlich die teureren kaufen. Naja. Ich werde dann wahrscheinlich zwischen dieser und der nächsten Session ein bisschen farmen gehen. Eventuell werden wir auch noch mal den anderen Rittertypen probieren. Puh, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, was ich von dem Boss halten soll. Ich hätte den viel früher schon legen müssen. Ich habe mich zu stark aufgeregt und habe dadurch mein Spiel zu stark beeinflussen lassen. Aber naja, was will man tun? Ist nun mal passiert. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr mal auch in eins meiner anderen Projekte reingucken. Ich habe schon viele Spiele Let's Played auf meinem Kanal. Unter Playlists findet ihr alle Spiele, die ich Let's Played habe. Unter anderem Dark Souls 2 Blind, 3 Blind, Neo Blind und vieles, vieles, vieles mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.